Guten Tag zum Erklärvideo für Komplettwerkzeuge im System Coro Plus Tool Supply. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Komplettwerkzeuge entnehmen können und was dabei zu beachten ist. Wir haben bereits das Komplettwerkzeug in unserer Admin-Oberfläche angelegt und können das jetzt in unserer Oberfläche entnehmen. Dazu geht der Mitarbeiter auf Entnehmen. In diesem Fall muss er vorher eine Kostenstelle auswählen. Jetzt könnt ihr halt den Planfräser in der Liste suchen, den ihr gerade braucht. Ich habe als Beispiel einen Planfräser Eckhoff angelegt. Diesen kann man sich natürlich entsprechend benamen, was man genau braucht. Da die Liste natürlich teilweise sehr lang sein kann, kann man entweder über eine Volltextsuche Planfräser suchen. Somit hätte ich direkt den Planfräser. Des Weiteren kann man über einen Kategoriebaum sich die Werkzeuge in die Kategorie Komplettwerkzeug einlegen und sich dort dann anzeigen lassen. So, in diesem Fall wollen wir jetzt die Planfräser suchen und dann wird er uns auch schon angezeigt. So, in diesem Fall sehen wir, dass von dem Planfräser, von dem Komplettwerkzeug noch keins existiert. Sobald wir auf dieses Werkzeug klicken, erkennt das System auch, dass kein Komplettwerkzeug zur Entnahme da ist. Aber das erforderliche Komplettwerkzeugartikel sind zur Entnahme verfügbar. Das heißt, alle Werkzeuge, die dafür gebraucht sind, sind verfügbar. In diesem Fall klicken wir auf Komplettwerkzeug erstellen. Jetzt müssen wir wieder eine Kostenstelle aussuchen. So, jetzt werden uns die Artikel angezeigt, die wir für das Komplettwerkzeug benötigen. Einmal den Eckfräser, die Aufnahme und die Wendeplatten werden uns hier angezeigt, die wir für das Komplettwerkzeug benötigen. Sobald wir auf Artikel entnehmen klicken, werden uns die Artikel nochmal angezeigt mit den entsprechenden Lagerplätzen. Bei einer angesteuerten Schrankverwaltung würden die entsprechenden Schubladen sich entriegeln. Nacheinander. Man kann das Werkzeug, die passenden Werkzeuge entnehmen. In diesem Fall bestätige ich die Entnahme, was auch bei einem offenen Lager auch so geschehen würde. Er würde die Werkzeuge entnehmen und diese dann bestätigen. So, jetzt nach der kleinen Zusammenfassung wird einmal gezeigt, dass das Komplettwerkzeug Planfräser Eckhoff erstellt worden ist und dass 6 von den Wendeplatten entnommen worden sind als Verbrauchsartikel. Das heißt, das Komplettwerkzeug kann im Nachgebrauch wieder zurückgegeben werden. Die Verbrauchsartikel sind natürlich dann verbraucht. So, nachdem das Komplettwerkzeug genutzt worden ist, kann auch das Ganze wieder zurückgegeben werden über die Rückgabe. In diesem Fall können wir halt angeben, ob es als Neuwerkzeug oder Gebrauchtwerkzeug zurückgegeben werden soll. In diesem Fall sagen wir gebraucht. Jetzt werden mir meine ganzen Gebrauchsartikel angezeigt. In diesem Fall ist das mein Komplettwerkzeug, was ich als eine Menge habe und das war als Kostenstelle dieser Maschine zugeordnet. Das wähle ich halt auch aus. So, jetzt habe ich das Komplettwerkzeug angezeigt und könnte das Komplettwerkzeug auch zurückgeben. Ich lagere das ein, bestätige das und lagere das Ganze wieder zurück. Bei der weiteren Entnahme, also nachdem das Komplettwerkzeug erstellt worden ist, kann ich das Werkzeug wieder natürlich entnehmen, suche natürlich vorher die Kostenstelle und man sieht jetzt schon, dass der Planfräser einmal zur Verfügung steht und nicht wieder zusammengebaut werden muss. In diesem Fall ist es natürlich nur das Komplettwerkzeug. Der Mitarbeiter muss sich vorher die Wendeschneidplatten am besten über die verknüpften Artikel herausnehmen. Hier werden angezeigt, welche Artikel mit diesem Komplettwerkzeug verknüpft sind. Die beiden Artikel sind ja schon miteinander verbaut. Jetzt braucht der Mitarbeiter nur noch die neuen Wendeschneidplatten. In diesem Fall klickt er nur drauf und sagt, ich brauche diese. Kann sie entweder direkt entnehmen oder sagen, okay, ich möchte sie zu der Entnahmeliste hinzufügen. Jetzt sind sie in seiner Liste
Und jetzt kann er auch sein Komplettwerkzeug zur Namenliste hinzufügen und sagt fertigstellen. Jetzt hat er wieder seine Namenliste mit seinen 6 Wendeplatten und dem Komplettwerkzeug. Mit Artikel entnehmen nimmt er wieder seine Artikel, um die Bearbeitung starten zu können. Mit dem Namen abschließen schließen wir das Ganze ab. Ich hoffe, das Video hat Ihnen den Umgang mit Komplettwerkzeugen erläutert. Und falls noch Fragen sind, können Sie sich immer gerne an Plogmann wenden, um weitere Fragen zu klären. Vielen Dank.